So, also, viele haben sich ja gewünscht, dass ich mal so ein paar Real-Life-Videos mache und was ihr hier jetzt seht, ich weiß, die Küche ist gerade extrem unaufgeräumt, aber was ihr jetzt gerade seht, ist mein allererster Kaffee. Und zwar werde ich jetzt mit Kaffee trinken anfangen. Ich habe mir jetzt eine Kaffeemaschine gekauft, so eine ganz billige. Und auch Kaffee. Das ist hier, keine Ahnung, ich kenne mich da überhaupt nicht mit aus. Das ist hier Dallmayr, Prodomo, irgendwas. Ich habe jetzt gerade Kaffee reingemacht, wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel. Ich glaube, ich muss die auch ausstellen. Die ist jetzt mittlerweile fertig. Und ja, also es sieht fertig aus. Denke ich zumindest mal. Ich denke, ich stelle das Teil gerade mal ab. So. Dann würde ich jetzt mal einen Cut machen und jetzt die Tasse holen und dann meinen ersten Kaffee trinken. Ja. So, ich habe mir jetzt mal so eine Tasse mit ein bisschen Kaffeemilch hier vorbereitet. Das Problem ist, ich bin hier vor über einem Monat eingezogen und habe die wirklich noch nie benutzt. Habe ich schon erwähnt, dass es gerade irgendwie so, wie spät ist es denn gerade? Ich glaube, es müsste gerade so 11 Uhr sein oder 11:30, keine Ahnung. Ja, zumindest nehme ich dann jetzt mal das tolle Zeugs hier. Oh, das ist heiß. Sieht ja nicht wundervoll aus. Das ist ganz toll. Gieß den jetzt mal hier rein. Das ist ein bisschen schwierig, aber ich glaube, der sieht auch so wässrig aus. Ich habe den, glaube ich, nicht so richtig. Ich glaube, ich habe das nicht richtig gemacht. Ich glaube, da ist irgendwas falsch. Also ich kann mal hier dieses komische Filterdingsbums aufmachen. Ich glaube, das soll so sein. Das ist der Rest, glaube ich. Oh mein Gott. Ja, das erste Mal Kaffee-Ding. So, das Problem ist, ich habe keine Schere und hier ist angeblich so ein toller Klinkverschluss bei der Milch, den man abmachen soll. Das funktioniert aber nicht. Ich habe halt keine Schere. Ich hole mal gerade einen Cutter. So, das. Gott, was mache ich denn? Handy, das ist mal gerade hier hin. Ja, sieht man die schöne zugesiffte Küche. Das ist wundervoll. Ich muss sie echt mal aufräumen. So, Cutter. Da haben wir das gute Stück. Das kann ich jetzt hier leider irgendwie eher schlecht zeigen, es sei denn, ich will mich hier schneiden. Ich mache gerade einen kurzen Cut, mach das auf. So, da ist auch schon offen die Milch. Das heißt, wir nehmen das Ganze mal. Ich glaube, ich habe Zucker. Genau, Zucker brauchen wir auch. Das habe ich auch. Das Problem ist auch, ich habe hier nur so eine doofe Zuckerbox. Ich muss mal versuchen, das hier so vorsichtig zu dosieren. Oh mein Gott, komm schon. Ich glaube, der ist ein bisschen verklebt. Komm. Das sollte reichen. So. Nehmen wir jetzt hier mal die Milch und geben davon noch einen Schuss rein. Ach ja, ruhig bisschen. Das sieht nicht, das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel, ja. So, dann füllen wir das Ganze mal um. Ja, obwohl das ist eher so ein Milchkaffee, würde ich mal sagen. Dann nehmen wir das, rühren das Ganze hier so ein bisschen um und dann ist nicht toll, dass ich hier so ein Service habe, obwohl ich noch nie Kaffee getrunken habe. So, nehme ich mir hier mal so einen Schluck. Mein Gesicht werdet ihr jetzt natürlich nicht sehen. Also ich muss sagen, das ist. Das ist gut. Ja, also ich trinke da mal hier einen Kaffee und sage euch mal Tschüss und ich werde wahrscheinlich auch erstmal nicht schlafen gehen. Ja, ich lasse mir mal schmecken.